Aber eingefroren ist die Wildheit immer noch am angenehmsten. So, das ging. Du bist einer von den Normalbewegenden. Okay. Und diese Scheren sind wirklich einzigartig in diesem Spiel. Es gibt sie nicht in der Cutman, in der normalen Cutman Stage von Mega Man 1. Bei dir gehen wir lieber auch mal auf Nummer sicher. Obwohl ich den Eisdasher sicher nicht mehr aufladen möchte. Eigentlich ist der Carrier ein wenig wichtiger. Cutman, wir wollen dich ja aus deiner Heimatstage besiegen. Und jetzt kommt ein etwas seltsamer Teil. Er erinnert ein wenig an den Mega Man 1 Teil, wo man den Magnetbeam brauchte, nur dass er derbs in die Höhe gezogen wurde. Und hier sollte man nicht runterspringen, weil man dann unnötige Schaden nimmt. So geht das eher. Ach ja, diese Vögel kommen daher, wo man hinguckt. Das heißt, wenn ich nach rechts gucke, man kann auch die Blickrichtung an den Leitern ändern, ohne zu schießen, wird er auch rechts kommen. Das heißt, wenn ich... Okay, man kann sich schon mal doch nicht verändern in der Luft. Jedenfalls kann man doch nicht verhindern, Schaden zu nehmen. Und diese Dinger, wir haben ja kein Crashman, aber man kann sie mit Heatman entweder leicht zerstören oder mit einem vollaufgeladenen Schuss direkt vaporisieren. Damit haben wir unser versprochenes Leben wieder. Wurde auch wieder mal Zeit. Und hier wollte ich mal Carrier für haben. Man kann die Stage ein wenig vereinfachen. Man sollte auch Heatwave nicht zu sehr verwenden, sag ich mal, damit man diese Türen zerschießen kann. Und dann gibt es noch diese netten kleinen Aufladen-Ding. Man sollte, wenn man Enker in der Stage verwendet hat, die wieder aufladen, denn man will den. Ohne den kann man das Spiel nicht beenden. Das ist klingt böse, ist aber leider wirklich eine Tatsache. Ach ja, wer sich die Mühe gemacht hat, links lang zu gehen, Leute, ihr werdet mit diesem Typen belohnt. Viel Spaß. Ihr Dinger, gucken wir, ob Bubble hier wieder sinnig ist. Wir wollen die Waffe ja mal ihren zumindest irgendeinen Sinn zukommen lassen. Okay, du hast es irgendwie nicht verdient, Bubble Man. Guck mir auch mal derbstens leid. Diese Sache mache ich mir gerade mal ein wenig sehr einfach. Tut mir auch leid. Aber das, die Prozedur kennen wir schon aus der Cutman Stage. Wie man ihn ausweicht. Oh, Wind in Elektrizität. Das sieht übrigens gefährlich aus, als es ist. Man kann entweder hingehen und... Ach nee, das ist eher kontraproduktiv, weil man ja nicht durchlaufen kann. Man könnte sie einfach und sich drüber carryern, so ist es nicht. Aber einfach hinlaufen, aktivieren, den nächstmöglichen Punkt suchen. Der wäre etwa hier. Und dann, sobald sie sich horizontal wegbewegen, los. Hier ist noch ein Leben für den Bosskampf danach. Und welcher Bosskampf kommt? Was für Bosskämpfe gibt es? Noch nach den 8 Robot Masters? Nur einen. Und zwar den einzigen. Dr. Wily. Ich sollte mich ein wenig geschickter einstellen. Also Heatman ist seine eigentliche Schwäche in der ersten Form. Wenn ich jetzt ein bisschen geschickter angestellt hätte, hätte es auch funktioniert. Ach, immer diese Demonstrationssachen. Die Reihenfolge ist einmal hoch, einmal tief schießen. Das heißt, nach dem hohen könnt ihr wegrennen. Damit hätten wir das geschafft. Und dann wieder nah dran, damit ihr den kleinen ausweichen könnt oder so. In der zweiten Form müssen wir seine Schüsse, die ihr gleich abgeben wollt, reflektieren. Aber es ist einmal die Schüsse, es gibt einmal Schüsse oben und welche unten. Den unten sehen wir jetzt. Und mit einem gewissen Timing kommt immer noch dieser Greifarm hinzu, um das ein bisschen schwieriger zu machen. Man sieht auch rechts die Kanone, die er dafür zum Schießen benutzt. Die wechselt eben zwischen oben und unten, damit wir nicht immer an derselben Stelle abblocken. Und damit hätten wir auch den Kampf auch gewonnen. Man kann Wily nur mit Enker besiegen, weil man außer durch Reflexion keinen Schaden verursachen kann. Und ihr braucht etwa die Hälfte der Enker-Aufladung, sonst könnt ihr diesen Kampf nicht gewinnen. Also nach dreimal diese Phase anfangen und nichts schaffen, könnte es eng werden. Allerdings, wir haben es geschafft, die Victory-Fanfare ist hochposaunt und ja, das sollte es gewesen sein.
Also ich muss sagen, für ein Gameboy-Teil hat das Ding echt ein Stück Musik. Vor allem bei den Musiken, die nicht an Spiel angelehnt sind. Credits. Susi. Ja, bekiffter Blick, sagt, muss ich nur sagen. Das war's dann auch schon. Es ist eigentlich ein kurzes Spiel. Shenki, deine Farbe ist ein wenig in den Sprites untergegangen, glaube ich. Cutting Wheel. Ihr seid einzigartig in diesem Spiel. Ich kenne euch sonst nirgendwo und ich habe euch als Kind wirklich... Naja. Screwdriver, eine der nervigsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Aber machbar. Supercut, auch einzigartig in diesem Spiel. Es gab sie, obwohl man kann sagen, dass es sie in Cutman gab, aber das waren nur runterfallende Teile. MeTool, ihr wurdet falsch geschrieben. Wen soll ich dafür verklagen? Gabiol. Wenn ich jetzt was über dich verlieren müsste, müsste ich fluchen. Das darf ich nicht. Squirm. Ohne Waffen seid ihr. Ganz schön eine Nuss. Aber ich habe ja keine Stage gemacht, wo ich keine Waffe hatte gegen euch. So genial bin ich ja noch. Mole. Lebenfarmer. Objekt Nummer 1. Pipi, wo ist Pixie? Nein, Pipi ist cool. Mega Man 2 Feind, genau genommen. Sniper Joe gibt's in jedem Mega Man Classic. In jedem, was ich kenne zumindest. Ich kenne keins, wo es hier nicht geben sollte. Big Eye. Das mit dem Flut hatten wir schon. Kaminari Goro. Das ist. Naja, Mega Man 2 Gegner. Wieder einmal. Wurde in der Eggman Stage empfremdet. Shenki Maker, eigentlich ein Feind aus der Quickman Stage. Auch wieder Mega Man 2. Bambi Harry! Ich glaube, das R liegt falsch, weil im Japanischen gibt es ja zwischen L und R keinen Unterschied und da wäre Heli ein wenig sinnvoller, aber ich kann nichts mehr sagen. Cutman, ich bin Cutman! Ich bin der einzige Cutman, okay. Ich meine, der konnte ja nicht mal mehr konstant Dinger schießen. Dann musste ihr um ein halbes Jahr warten, bis die Dinge zurückkamen. Iceman, deine Waffe rettet Leben. Ehrlich. Fireman, deine Waffe ist BS als Abkürzung, wenn ihr wisst, was das sein soll. Bubbleman, für dich gilt das Gleiche. Heatman. Ja, was soll ich sagen? Du bist ein aufklappbares Feuerzeug. Quickoman. Ja, hart wie ein, ich hätte gesagt, hart wie ein Stück Butter. Ja, auf jeden Fall. Ach ja, diese Musik fiebt ein wenig. Also in den hohen Tönen. Das ist ein wenig nervig. Enka, wie ich ihn schon erwähnte. So wurde eine Art Ritter darstellen. Wusstet ihr schon, dass das Cover zu diesem Spiel in Amerika sehr dem von Mega Man 3 ähnlich war? Das lässt die Vermutung zu, dass es irgendwann kurz danach erschienen ist. Müsste ich nochmal genauer nachtesten. Nachgucken. Wikipedia ist ja unser aller Freund. Meine Fresse, die Challenge habe ich jetzt echt verspätet wie sonst einer. Angenommen bzw. angefertigt. Angenommen habe ich es ja schon irgendwann im Dezember, ich glaube am 20. oder so, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ah, thank you for playing. Ja, gerne doch geschehen, Capcom. Was ich sonst noch zu sagen habe, das war die erste offizielle Challenge, die ich gemacht habe. Ich werde vermutlich noch ein paar eigene Challenges demnächst veranstalten. Dazu gehören Mega Man 4. Ja, Mega Man 4, da ist ein Single Weapon One, wenn ihr das deuten könnt. Dann eventuell noch irgendwas mit... Oh Gott, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ist ja auch egal. Das ist die eine Challenge, die ich in der Vorschau halte. Mega Man 4 wird dann wohl irgendwann demnächst kommen. Ich werde eventuell auch andere Leute herausfordern machen, aber ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr schwierige Challenge. Ich hab schon einfach geübt, sage ich mal. Haufenweise hab... Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich insgesamt da pro Stage getestet habe oder ähnliches, aber...
Ja, es dauert. Und bis man die Stages in der Form drin hat, dass man die Challenge schafft. So, und bevor ich mich jetzt über die vier Videos hinausrede, das wird langsam echt knapp, sage ich. Nette Challenge, nicht, also die Challenge an sich macht das Spiel ja nicht wirklich so sehr schwer, außer dass man nicht versagen darf. Das Spiel ist ja nicht gerade das Leichteste. Und sonst hat mir die Challenge eigentlich gefallen, es war fast ein Speedrun. Und ich werde es neben meinem ersten Let's Play hochladen, so als Vergleich auch, was sich so an der Kommentarweise geändert habe oder ähnliches. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Weihnachten ist vorbei, Freddy Firefox meldet sich ab, bis denn.